Okay, Chat, wir reagieren auf den lieben Avirano, ja, das habe ich schon gestern gesehen, leider kam ich nicht dazu. Antwort an Manuelsen, da ist ja auch so ein sehr, sehr krasses Thumbnail mit du, H, Punkt, Punkt, Punkt. Ich weiß nicht, an wen, von wem das gerichtet ist, aber ja, komm, let's go. Wenn du Huren gerade erst auf... Ach du Scheiße, okay. Es kam auf jeden Fall von Manuelsen, aber an wen, wissen wir nicht, noch nicht. Wenn du Huren gerade erst auf... Scheiße, auf den Hurensohn, schmeiß den weg, bitte, voll der Huren. So, das ist tatsächlich... Ach, Avirano meint er damit. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich auf etwas so reagiere, ohne dass ich mir das so vorher wirklich angeguckt habe. Ich habe das kurz überflogen, das Ganze. Und deswegen, ja, Manuelsen hat reagiert. Was mich sehr gewundert hat, um ehrlich zu sein, weil das war jetzt nicht mal ein Video, wo er irgendwie viel... Klar, er war im Titel und sowas. Ich habe ihn halt in ein paar Memes eingebaut und er war im Titel drin, aber... Ah, das Video habe ich gar nicht gesehen, okay. Das Video ging jetzt nicht explizit über ihn, deswegen. Ich bin gespannt. Aber krass, ja. Wer ist dieser Orospusch? Du weißt das. Ich weiß nicht mal, was Orospuchuchu heißt. Ich weiß komplett ernst, ich habe keine Ahnung, was es bedeutet. Orospuchuchu, Ronaldo. Ich muss es echt googeln. Und zu diesem, wie heißt der überhaupt? Ari, wie heißt der? Ari, warte mal. Die Szene wurde mir vorher geschickt, das hatte ich gesehen. Er probiert jetzt so lustig zu machen und so Memes zu machen aus so ernsten Angelegenheiten und vor allem so ernsten Sachen. Das war schon immer meine Art. Also ich hab, glaube ich, jedes Thema, was irgendwie so ein bisschen ernst war, habe ich ab und zu eigentlich auch mal ernst behandelt, aber Humor habe ich... Hat er eben Aviran Eri gesagt? Das kommt jetzt erst in meinen Kopf rein. Habe ich immer mit reingebracht. Also eigentlich, ihr kennt meinen Kanal, 95% davon ist eigentlich Humor. Egal, wie ernst das Thema ist. Ich meine, so YouTube-Themen, die so behandelt wurden, habe ich immer vielleicht so ernst meine Meinung dazu gesagt, aber auch immer so ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Ihr wisst, wie ich meine, so mit Memes und sowas. Ich denke, das kam ja auch eigentlich immer ganz gut an. Also ich habe dafür eigentlich nie Hate bekommen, außer von so einzelnen Personen. Aber die Mehrheit hat eigentlich immer voll gut aufgenommen, ihr fertig konnte ja. Also das heißt, ich mache mich über die Situation lustig. Ich habe halt über das Thema ein Video gemacht und ein bisschen meinen Humor mit reingebracht, ihr kennt das so. Und dieser junge Herr hier versucht sich darüber lustig zu machen. Der junge Manuelsen. Machen, wie wir die Sache aus unseren Augen sehen. Wir vom Blockstars, wir waren die Einzigen, die die Sache mit sehr nüchternen Augen gesehen haben. Ich denke auch. Ich sage euch ehrlich, also ich fand... Uff, G hat seinen Bart. Der ist weiß geworden. Der hat in letzter Zeit sehr, sehr viel geredet, sehr viel gepredigt, muss man sagen. Uff. Das entsteht nicht einfach so, Leute, dieser weiße Bart. So wie Manuelsen. Klar, wie gesagt, ich habe das ein paar Memes jetzt eingebaut, aber ich habe doch selber gesagt, ich habe gesagt, Manuelsen ist bestimmt, wenn man mit ihm befreundet ist, ein absolut loyaler Freund und er ist der Einzige, der versucht hat, Mois zu helfen. Ich habe das sogar erwähnt. Also ich weiß nicht, ob das jetzt untergegangen ist bei denen. Da kommen halt so Kackvögel daher, wie er, die ein bisschen auf das YouTube-Money angewiesen sind und probieren aus jedem Scheiß ein Video zu machen und schreiben. Es ist immer interessant, wenn Leute sagen, ja, du bist aufs YouTube-Money angewiesen. Ja, sorry, dass das dein Job ist, Amanda Köln. Sorry, Alter. Würdest du nicht auf das Geld angewiesen sein, würdest du keine Streams machen. Sorry, Alter. Sorry. Weil die einfach nur den YouTube-Kanal sehen. Also ich meine, die sehen einfach einen YouTube-Kanal, wo die Videos kommen und denken, okay, ich weiß, ich kenne jetzt sein ganzes Leben so. Und ich weiß jetzt, dass er oft, dass ohne YouTube könnte er nicht leben. Ist immer so weit. Oft ist einfach nicht der Fall und bei mir ist es genauso wenig der Fall. Aber man beachtet die Caption. Anishk Feature versus Manuelsen. Okay, guck mal, ich will euch mal was zu Thumbnail und Titel sagen. Und zwar, bei der Art von Content, die ich habe, ist es immer so, ihr wisst ja, man hat so den Humor. Kann, verstehst du die Art, wenn er redet? So ist ja so, als wenn er eine andere Sprache sprechen würde. Moor und sowas. Und da ist auch oft der Fall, dass Thumbnail und Titel witzig sein soll. In dem Video gab es einfach eine Szene, die übrigens nicht von mir war, Manuelsen. Das haben Leute auf TikTok hochgeladen, genauso wie viele andere. Lack, mach deinen Mund auf. Hab keine Angst, ich bin in den Rücken. Memes da auch mit der Prinzenrolle. Das haben andere Leute hochgeladen, was auch schon hunderttausende Klicks hat auf TikTok. Teilweise auch Millionen Klicks. Ich hab's einfach nur recycelt und jetzt wird hier gegen mich eine Ansage gedroppt, warum auch mal. Also, das ist auch ein Punkt, den ich nicht verstehe. Aber gut, das kommt gleich. Wenn man halt so Meme-Content macht wie ich und das ist halt immer mein Kanal, das muss ja nicht gefallen, dann gehört auch dazu, dass Titel und Thumbnail-Memes sind. Ich meine, wenn du hast jetzt schon ein bisschen was vom Video gesehen, du siehst ja, dass alles einfach nur scheiße gelabert ist. Das ist halt lustig, es soll lustig sein. Es ist einfach Humor, nicht von dem, so gut wie nicht von den Videos ernst zu nehmen. Außer das, wo ich dich gepusht habe und gesagt habe, du bist wahrscheinlich ein guter Freund, was nicht mal so aufgenommen wurde. Aber egal. Dann ist ja klar, dass. Oh, du scheiß dir nicht in die Hose lang. Auch Thumbnail und Titel nicht so ernst gemeint ist. Also, das ist, ich weiß, ob er das so ernst interpretiert, aber guck mal, das Ding ist, selbst wenn man den Humor von jemandem nicht fühlt, er versteht doch, dass es Humor ist. Er muss ja nicht lustig finden. Das ist Humor, aber er muss ihn ja nicht mögen. Darauf will ich hinaus. Und ich will kurz mal klarstellen, dass ich kein Zap bin. Wenn er auf mich zukommt und sagt, ey, Arvin, guck mal, der und der Teil hat mich gestört, das und das war so und so, könnte man absolut darüber reden. Aber jetzt einfach so diesen Stream starten, mich halt so zu beleidigen und ich find's nicht cool. Aber wie gesagt, es ist in Ordnung. Wir schauen weiter. Guck mal, du bist ein Fan. Du bist ein Fan und du bist ein Lappen, weil ohne meinen Namen in deinem Leben nichts passiert. Okay? Das habe ich auch nicht ganz verstanden. Also, ich habe, ich glaube, 500. Hä? Was labert man, Reisende? Videos oder so online auf YouTube, ich weiß nicht, was die genaue Zahl ist, vielleicht so 300 bis 500 Stück. Warte, Leute, sorry, wenn ich auf mal zwei mache, wenn Avirano redet. Wollt ihr mir sagen, ich verstehe das nicht? Ich verstehe das tippitoppi.
Weil er wollte mir sagen, das ist zu schnell, dann seid ihr auf jeden Fall echt untergebildet, ja. Manuelsen habe ich hier und da mal als Meme benutzt, genauso wie die meisten anderen Creator, die irgendwie Meme-Content machen. Und insgesamt, ich weiß nicht, also rein prozentual würde ich jetzt mal schätzen, macht Manuelsen vielleicht 0,5% des Contents aus. Also Fan bin ich nicht, ich kenne kein Lied von ihm, muss ich ehrlich sagen. Ich liebe seine Interviews, die sind halt lustig, so. Da schaut man ab und zu mal rein und ich mag halt die Memes, aber ich bin an sich, ich weiß nicht, was er mit Fan meint. Ich habe nie wirklich viel über ihn gemacht. Ich habe ihn ein paar Mal in Memes eingebaut und ja, deswegen, ich kenne kein Lied von ihm. Das ist nicht als angefangen, ich kenne ihn nicht so. Ohne meinen Namen passiert in deinem Leben nichts und du brauchst das gar nicht so hinzustellen, als ob man das jetzt so als Meme machen muss und lustig machen muss. Ja, aber so ist es halt. Also ich weiß nicht, weil ohne meinen Namen passiert in deinem Leben nichts. Ich verstehe die Aussage nicht. Ich hab einfach... Verstehe ich auch nicht. Ich habe sehr selten auf Aviranos Kanal was über Manu gehört, hä? Ein Video gemacht, wo ich ihn ab und zu eingebaut habe. So, ich weiß nicht, was damit gemeint ist, ohne meinen Namen passiert in meinem Leben nichts. Also ich weiß, ich verstehe es nicht. So lustig machen muss, weißt du, wie ich meine? Ja, wenn es nicht gefällt, ist ja okay. Also dann tut's mir leid. Ich meine es ernst, dann tut's mir halt wirklich leid. Weil, guck mal, ich bin ein Mittelpunkt deines Lebens. Ich verstehe es nicht. Also das ist doch nicht so schwer zu erkennen. Einfach auf den Kanal zu gehen und sehen, okay, der macht Satire-Content, der macht so. Ich weiß, wir hatten das Problem schon so oft. Also ich check nicht, ob die Leute das einfach so sehr triggert, dass sie so benutzen. Darf die halt nicht reden. Werden als Meme, dass sie halt einfach sowas sagen, was einfach komplett nicht richtig ist. Du brauchst mich nicht. Ich. Der muss nicht reden, der muss einfach nur dastehen mit seinem weißen Bart. Brauch dich. Darüber musst du dir immer... Nein, du brauchst ihn nicht, aber er braucht dich. Du brauchst mich nicht, ich brauch dich, okay. Er hat sich versprochen. Aber er braucht dich. Ja, sag ich doch. Nee, du hast das gerade falsch rum. Okay, guck mal, Leute, Manuelsen, ne? Bei allem Respekt, wie soll man sowas nicht als Meme benutzen? So, ich meine, wenn... Das ist wirklich nicht respektlos gemeint, aber sowas passiert halt in einer Situation, sowas passiert euch oft, sowas passiert euch endlos. Und das ist halt der Humor von der Jugend, wenn man sich halt so hart verspricht und sagt, ey, damit du Bescheid weißt, ich brauch dich, du brauchst mich nicht. Also der verspricht sich halt und das ist halt witzig in so einem, ich halte mich halt zurück und benutze das jetzt nicht als Meme, aber ihr müsst doch verstehen, woher das Ganze kommt, so. Du brauchst mich nicht, okay. Okay, Entschuldigung. Und darüber solltest du dir zu denken geben, wer sich hier eigentlich über wen lustig machen sollte. Vielleicht so. Mach dich mit Liebe über mich lustig, ich mein's ernst, also ich muss was auch wegstecken können. Ich sag sogar, ich geh sogar so weit und... Muss man gerade sagen, die hat sein Bart halt geredet, ne? Aber nur dieser weiße Teil, der hat gerade echt, also der hat kurz was gesagt, aber der hat geredet. Der hat geredet, muss man sagen. Wallah, also Respekt. Sag, du kannst von mir aus, weil du bist größer, stärker als ich. Du hast wahrscheinlich damit kein Problem, dich über mich lustig zu machen, auch in einer anderen Form. Also wenn du jetzt zu mir sagst, ja, wenn du bist hässlich, dann fühle ich mich davon wahrscheinlich weniger angegriffen, weil, keine Ahnung, das juckt mich halt einfach nicht. Wenn ich jetzt so betrachte, warte, wir begutachten diesen guten Hermann. Oh, okay, ja gut, also geht's jetzt aufs Äußere. Okay. Ich begebe mich mal ganz kurz auf sein Niveau. Hier sehen wir Avirano, okay? Öle bi Vitamin Cis Orospu Chojo. Tschüss, warum betreibt er so? Ja? Was heißt das? Ich weiß wirklich nicht, was das heißt. Ich muss. Das ist für mich auch eine neue Beleidigung. Vitaminloser HS, sagt er. Mal googeln gleich. Der keine Ahnung von Style hat, keine Ahnung von Hautpflege hat. Okay, also er greift jetzt offensichtlich mich als Person an. Was ich würde persönlich sagen, ich habe das meiner Meinung nach nicht gemacht, einmal lesen. Ich habe Sachen, die er öffentlich gesagt hat, habe ich in Memes mit eingebaut. Keine Ahnung von seinem Friseur hat er auch schon Wochen nicht mehr gesehen. Ich habe den Taper-Fade hier gestern frisch gemacht. Ich habe selber mir ein Taper-Fade gemacht, ich bin ehrlich so. Ist gar nicht so schlecht, wa? Hat wahrscheinlich nicht mal eine geile Alte neben sich. Boah, das ist tatsächlich auch wahr, jetzt Geile Alte. Geile Alte. Wird sie sehr persönlich. Sitzt da, ist behaart. Behaart wie ein kleiner Affe. Behaart bin ich in der Tat. Falla, wisst ihr, was das Lustige ist? Wallah, no Rassismus oder so. Ein Schwarzer sagt... Sitzt da, behaart wie ein Affe. Hä? Checkst du? Also, ich bitte dich. Wallah, no racism. Aber ein Schwarzer sagt, sitzt da wie ein behaarter Affe. Also, verstehe ich jetzt nicht, warum er so beleidigt. Dem Aussehen kein Wunder, keiner lässt ihn ran. So gelbe Haut und so gelbe Haut und so total durchblutete Finger und durchblutete Füße hat mit so roten... Worum geht's hier gerade? Ich check das nicht. Der stinkt bestimmt auch. Der sieht aus, als ob der stinkt, als ob er sich nicht viel pflegt. Gibt auf Duschen gibt er auch keinen Fick. Also, sorry, aber ich dusche zweimal die Woche. Ich weiß nicht, warum das... Meine Freunde sind genauso Lappen wie der, weil kein vernünftiger Mann, der ein bisschen was auf sich hält, will sich mit denen an einen Tisch setzen. Das muss ich den Jungs zeigen. Zeigt auch, dass er aus einer gerade nicht sehr... strengen Familie kommt, weißt du, seine Eltern waren nicht streng, seine Eltern haben ihn... Oh, Manus Eltern waren richtig streng, Digga. Bei seinem Wortschatz, bei seinem ausgeprägten Roboter-Wortschatz, Bruder, bei seinem exzellenten, sehr, sehr wirklich liebevollen Wortschatz, da muss man sagen, hatte Manu auf jeden Fall sehr, sehr strenge Eltern. Bestimmt nicht, haben ihm nichts beigebracht, keine Werte beigebracht.
Doch, ich komme tatsächlich aus einer sehr strengen Familie, aber das ändert nichts an dem, dass eigentlich alles cool ist mit meiner Familie. Ich habe ein perfektes Verhältnis zu meinen Eltern. Ich wurde sehr gut erzogen, ich glaube, die beste Erziehung, die man haben kann. Finde ich sehr schade, dass er gar meine Eltern disrespektet. So gesehen, der sagt ja, okay, ihr habt keine gute Erziehung gemacht, aber ist ja okay, kann er ja so sehen. Wenn ihm das nicht gefällt, was ich online mache, dann ist das in Ordnung. Wie gesagt, ich finde es nicht so cool, dass man jetzt die Person an sich angreift. Macht dich über mich lustig als Creator, macht dich über Avirano lustig, aber er macht sich ja gerade über Avi lustig. Muss man so hinnehmen. Hat vor zwei Wochen seine Zahnspange abbekommen. Abu Sainik. Zahnspange hat. Ich feier den Linken, ist so. Zitat bei Allah, ich hatte nichts mit San Diego. Und natürlich wird's... Jetzt verteidigt er den Islam. Oder vorhin hat er deinen Abschnitt genommen, wo du gesagt hast, Nat Allah alayhi. Mhm. Ne? Sitzt also, ja, wenn die Leute im Flugzeug sitzen und dann einer sagt, Nat Allah alayhi, Nat Allah alayhi. Der weiß noch nicht mal, was Nat Allah alayhi übersetzt ist. Und er sitzt dann und will sie jetzt zur Rechenschaft ziehen, mhm, und sagen, die benutzt das Name Allahs. Benutzt das Name Allahs. Und will ihr sagen, du... Das Name Allahs. Ja, darauf jetzt gerne, ja, darauf festmachen, dass sie jetzt am Lügen. Bro ist onto nothing, Digga. Was ist gerade, hä? Also, was meint er damit? Ich glaube, man hält es doch nicht gecheckt, was er meint. Wallah, ich habe auch versucht zu checken, aber ich schwöre auf alles, ich habe nichts gecheckt. Ich habe nur das Name Allahs verstanden. Ich schwöre es dir sonst, Wallah Billah, mein Kopf, ich schwöre auf alles, ist die ganze Zeit da geblieben bei das Name Allahs. Ich bin einfach, Wallah, ich bin da. Wallah Billah, ich bin da. Stehen geblieben. Ich habe nichts anderes aufgenommen. Ich schwöre auf alles. Ich habe seine Stimme gehört. Ich habe ihn reden, hören, sehen. Ich habe gesehen, wie seine Lippen sich bewegen. Aber es ist nichts angekommen. Es war Funkstille. Ich schwöre, es ist die ganze Zeit das Name Allahs in meinem Kopf geblieben. Die ganze Zeit. Was hat er... Also ich verstehe es nicht. Was meint er gerade? Ich habe gesagt, ich habe den Islam verteidigt. Und dann habe ich gesagt, dass es schlimm ist, weil Anis gesagt hat bei Allah... Anis hätte genauso nicht bei Allah sagen können. Ich habe Anis nur zitiert. Ich habe nur gesagt, dass Anis geschworen hat, dass sie... Ist er eigentlich Muslim, der Avirano, so ganz nebenbei? Ist er Muslim? Was sie nicht gemacht hat, obwohl sie es gemacht hat. Das war der Sinn davon, warum ich bei Allah gesagt habe. Ich habe einfach nur wiederholt, was gesagt wurde. Sie hätte genauso was anderes sagen können. Das hat nichts mit... Hä? Bro, ich verstehe das nicht. Also was ist hier gerade passiert? Guck mal, bei Manu Elsen ist es so. Ich weiß nicht genau, was Avirano in diesem Video gesagt hat. Ob er Manu nur nachgesprochen hat oder ob er sich da irgendwie über den Islam lustig gemacht hat, was auch immer. Also da gibt es auf jeden Fall eine klare Grenze. Du kannst dich über alles und jeden von mir lustig machen, aber über seine eigene Religion oder die Religion eines anderen, vor allem über den Islam, sollte man nicht scherzen. Selbst wir Muslime, also wir dürfen nicht über den Islam scherzen. Das ist eine Sünde, das ist sehr, sehr gefährlich. Aber ich weiß jetzt nicht, was genau dieser Avirano da gesagt hat, ne? Ja, aber Shia ist der. Ja, okay, also ist, nee, ist ja egal. Bei Manu Elsen, Hauptsache lustig machen. Deswegen sagen auch... Wie gesagt, ich habe zwar Jokes gemacht, aber ich verstehe nicht, warum diese Props hier nicht empfangen wird. Ich habe gesagt, ey, offiziell, Manuelsen ist der Einzige, der Mois gerade hilft. Ich habe gesagt, Manuelsen ist bestimmt ein krass loyaler Freund, wenn er mit ihm befreundet ist. Walla Neyse, walla Neyse, einfach nur Neyse. So, klar, ich habe mich über Memes lustig gemacht, aber ich habe ja auch was Positives gesagt. Ich lade dich gerne ins Blockstar-Studio einmal ein. Offene Debatte. Offene Debatte. Ja, setz dich hin. Olem, du hast gesagt, vitaminloser HS, du hast von A bis Z seine Eltern alles beleidigt und dann sagst du, ich lade dich auf eine Debatte ein, Mann. Und wir führen eine offene Debatte, was du auf den Herzen hast, was du seit Jahren mit mir, Manuel, hast. Ich wäre grundsätzlich bereit für sowas, aber ich weiß nicht, was jetzt, wo, worum jetzt genau die Debatte handeln soll. Ich habe nichts mit dir seit Jahren. Wie gesagt, ich mache ganz normalen YouTube-Content. Ich bin, wie gesagt, an sich offen für so normal mit jemandem, dass man sich trifft und darüber redet, aber ich weiß halt jetzt nicht genau, worüber man jetzt reden soll. Ich habe gesagt, was mir auf dem Herzen liegt. Du hast gesagt, was dir auf dem Herzen liegt. Ich habe kein Problem mit dir. Ich hatte nie ein Problem mit dir. Du warst nie der Mittelpunkt meines Lebens. Mein Content besteht aus Memes. Ich benutze alle als Memes. Du bist nicht der Einzige. Du bist sogar einer von denen, die ich eher ab und zu vielleicht mal benutzt habe. Also es gibt Kandidaten, die sind wesentlich mehr von betroffen und die haben nie irgendwas dazu gesagt, aber okay. Bruder, du bist nicht Manns genug, dass wir dir in die Fresse hauen. Weil du bist wirklich ein sehr, sehr ungepflegter kleiner Lauch, Bruder. Was beruft dich, jeden Tag hier ins Internet zu kommen, um so Sachen zu quatschen? Die Zuschauer. Also die Zuschauer feiern es, es kommt gut an. Die meisten. Also ich sage euch mal eine Sache. Wer mit Schläge droht, ist kein richtiger Mann. Also wer mit Schläge droht, vor allem bei Schwächeren, ist kein Mann. Würde da ein Kämpfer sitzen, MMA-Kämpfer oder irgendeiner, der Rücken hat oder irgendeiner, der was drauf hat und sofort sagen würde, wenn mich einer so anmacht, würde ich sofort zu ihm fahren. Wallah billah, Manu würde so nicht reden. Der würde sagen, ja, was soll das, weißt du? So, khalas, Bruder. Genau so wäre das, Digga. Aber jemand, der gegen Schwächere seine Kraft ausnutzt, weißt du, und sein, wo er am Ende weiß, ich bin stärker, ich habe mehr zu sagen,
Er hat nichts zu Kamellen, bla bla, weil er ist kein Mann, Bruder. Also das ist richtig schwach, Digga. Leute haben kein Problem damit. Es waren über die Jahre immer nur vereinzelt Leute. Jeder feiert's. Und ich würde sagen, jetzt mal um mir selber auf die Schulter zu klopfen, weil vielleicht mache ich es einfach so gut, dass die Leute halt verstehen, dass es einfach Humor ist und dass sie es einfach nicht ernst nehmen. Ich verarsche mich auch selbst. Wie oft verarsche ich mich, dass ich ein Klein habe? Das kriegt niemand, was von mir will. Die meisten Leute verstehen es eigentlich. Ist auch den Sachen nicht so erhaben, wie du gerade tust. Warum stellst du dich da hin und redest über Leute und über ihre Kinder, wenn du und so gerade erst aus dem Kinderzimmer gekommen bist? Jetzt ist tatsächlich das H-Wort gefallen, ja? Das ist, ich finde es interessant, dass er bis die ganzen 14 Minuten nichts gesagt hat, aber das jetzt gegen Ende droppt. Ja, wie gesagt, ich habe nur meine Meinung gesagt, ob man da jetzt so viel reininterpretieren muss und mich als Hurensohn beleidigen muss, weiß ich nicht, aber... Den Scheiß auf den Hurensohn, schmeiß den weg, bitte. Voll der Hurensohn, wohin gucken wir hier? Ja gut, was soll ich sagen? Also, wie gesagt, ich will... Krass, Digga, krass. Respektlos, Wallah. Was ist ein komischer, wie respektlos, Wallah. Also beide, die da sitzen, keine Männer. Vor allem der andere hätte sagen müssen, Bruder, übertreib nicht, bleib mal ruhig, was hat die Mutter damit zu tun? Weißt du, reden immer ein, wir sind Vorbilder, wir sind Erwachsene, wir haben so viel hinter uns, Eltern, Respekt, bla bla, Ole, wir sind gar nichts, Digga. Wallah, respektlose Jungs, ja? Nicht Männer, respektlose Jungs. Ihr merkt schon, ich bin sehr neutral, ich versuche sehr objektiv an die Sache ranzugehen. Ich bin echt gespannt, wie die Reaktion jetzt aufgenommen wird von denen, falls sie sich das angucken, aber ich habe kein Problem mit irgendjemandem, ich habe niemanden als Person angegriffen. Wenn das so verstanden wurde, dann tut es mir leid. Aber ja, ich weiß nicht, also ich bin offen, Leute, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das ganz seht. Wenn ihr findet, ich habe jetzt irgendwas übertrieben, dann schreibt es gerne rein. Wenn die meisten Leute sagen, ey, das war nicht cool, das und das hättest du nicht machen sollen und so, dann ist... Ja, komm, recht, das war's, Digga. Okay, tamam, das war's mit dem ersten Video, Leute.